Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, ich habe gestern noch ein bisschen was gemacht, nämlich hier, bin noch mal bis hier vorne zurück, habe die Sachen so ein bisschen freigeschaltet, ne, bin bis hier vorne rein, so diese eine Strecke und so weiter und so fort. Aber wir kommen da natürlich wieder hin. Wir werden jetzt heute. Genau, hier hochfahren. Hier ist der Punkt 1, Punkt 2 in Zürich. Da werde ich mal zur Werkstatt müssen. Mal gucken, wie weit wir kommen und was wir zu sehen bekommen. Gut. Sprit ist noch da. Mir ist das Spiel auch gestern einmal abgestürzt, tatsächlich. Genau, war klar. Aber. Warum fährt denn der nicht? Ach so, weil diese. Hä? Knutscht doch gar nicht die Laterne. Wie kommt der da rein? Da bin ich nie hingefahren. Genau, also den Rastplatz auf der Gegenseite hatte ich und hier sind wir ja gestern gelandet quasi. Und ja, so dass wir hier jetzt nur noch oder jetzt erstmal diese Strecke haben durch den Tunnel und so weiter und so fort. Genau, so sieht's aus. Ja, wenn wir in Zürich sind, deswegen werden wir gleich hier auf dem. Also, wenn wir in Zürich sind, werde ich in die Werkstatt fahren. Wir werden gleich hier ein Stück haben, was ich schon mal gefahren bin, aufgrund dessen, dass ich die Gegenfahrbahn freigeschaltet habe oder freigefahren habe, nennen wir es mal so. Aber wir sind selbst hier so noch nicht gewesen, nicht so wirklich. Gut. Wow, was ist das denn? Was hast du denn transportiert? Ist ja mal eine geniale Lackierung. Wir werden auch, wenn wir an dem Punkt, der da links angemarkert ist, ankommen, werden wir auch das Stückchen weiterfahren bis zu dieser Autobahn. Das, ihr seht ja, das ist nicht ganz lang. Und werden das auch entsprechend freigeben. Ne, sieht ganz schön wild aus hier. Was ist denn das alles? Meine Güte. Das werden wir uns gleich mal von außen begucken. Genau. Wenn wir hier aus dem Tunnel raus sind. Okay, hier geht es jetzt so weiter. Hier auch wieder ja, abenteuerliche Straßen, finde ich mal. Meine Güte, ne. Ich meine, da kann man sich wirklich fragen, wäre das nicht auch leichter oder einfacher gegangen? Guck mal, der hat auch nur hinten so eine schöne Lackierung. Eine Wiegestation, wo ist denn die? Die wäre da gewesen, wa? Okay. Ja, da fahren wir aber später trotzdem noch hin. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Die wäre jetzt auf der linken Seite, da hinten der Komplex, okay. Kann das mal aufhören zu regnen, dass wir wieder ein bisschen Sonne kriegen? Ein bisschen was hier am Computer umgesteckt, beziehungsweise für den Bluetooth Transmitter.
Irgendwie taugt dieses Slotblech da unten nicht mehr so, was die USB-Ports angeht. Muss mal gucken, welche ich noch frei habe, ob ich da mal was Neues dann reinkaufe. Das ist, glaube ich, noch USB-1 oder so. Das sind die weißen Anschlüsse. Ich glaube, das ist USB-1, oder? Blau war dann USB-2, grün USB-3. Irgendwie sowas. Weil USB-3 habe ich tatsächlich oben auf dem Gehäuse. Ich glaube, an einem USB-3 irgendwo hängt auch das Display von meinem Gehäuse dran. Ich habe da ja in diesem Morpheus ist ja vorne ein Display drin, was die Auslastung und die Temperaturen anzeigt. Und ich muss sagen, es gibt keinen Bottleneck tatsächlich. Obwohl im Moment, warum auch immer, die Grafikkarte, glaube ich, voll ausgelastet ist tatsächlich oder ziemlich hoch. Ich kann es jetzt so nicht sehen, ob da noch Punkte fehlen oder nicht. Aber 65 Grad, mein Gott, das ist nichts. Die CPU 67 Grad, die ist auf 2 Punkte. Genau, also hätte man hier noch eine stärkere Grafikkarte. Ah, es hängt aber, ich weiß, womit das zusammenhängt. Ich habe die Einstellung, die, wow. Das müssen wir uns mal angucken hier. Da fahre ich mal von der anderen Seite aus kurz rein. Das ist ja ein Riesengelände hier. Da werde ich jetzt mal... Und schon ist das ganze Ding freigeschaltet hier. Wir gucken uns trotzdem an. Also, sehr, sehr großzügig erstmal vom Platz. So, und jetzt muss ich da hinten mal gucken. Das sind jetzt nicht ernsthaft Ladesäulen, ne? Aber wisst ihr, warum die eventuell reinkommen und vielleicht sogar überall? Überlegt mal, Renault haut den neuen LKW raus. Ja, der ist ja vorgestellt worden zusammen mit SCS. Und man hat ihn ja auch... Man hat ihn mir auch im ETS, in dem Stream, schon gefahren. Ja? So weit, so gut. Das Ding ist aber ein E-LKW. Das heißt, den kannst du nicht mal eben an der normalen Tankstelle aufladen. Das heißt, deine Werkstatt theoretisch müsste, wenn du dir diesen LKW kaufst, eine E-Ladesäule bekommen. Alter! Was auch immer du da jetzt machst. Weil den kannst du nicht an der Tankstelle auftanken. Das geht nicht. Bin ja mal gespannt, wie sie das lösen. Ach, okay. Und da fahren wir gleich ran. Da sind nämlich schon welche. Da fahren wir gleich mal ran. Das gucken wir uns mal an. Das ist ja auch so ein Ding. Klar, das ist ja nicht einfach nur den LKW reinbringen. Das Ding muss ja auch irgendwie betankt werden. Oh, jetzt fahren wir... Okay, fahren wir die andere Seite auch kurz ab. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja machen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass diese Straße wirklich rüber geht. Aber gut, das ist ja auch nochmal Tankstellengelände. Aber ganz schön riesig, das muss man jetzt mal sagen. Also, die Fahrzeuge, die hier reinkommen... können erstmal ganz normal tanken, einkaufen und die Kinder spielen lassen. So. Ich mache jetzt mal ganz kurz Folgendes. Und zwar... Und
auf dieser Seite gibt es auch nur ganz normale. Tankstellen. So, wartet mal kurz. Das rote Ding ist weg. Guck mal, du hast doch gesehen, dass ich da drauf war, oder? Bist du blind zur Welt gekommen? Aber gut, dann würdest du kein Auto fahren. Ich glaube nicht, dass Blinde Auto fahren, oder? Gibt's das? Nee, ich denke nicht. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Also. Ich fahre mal ganz kurz das Stückchen hier. Dann haben wir nämlich alles weg. Obwohl wir hier eigentlich gar nicht rein dürfen. Fahren wir einmal bis zur Autobahn. Das machen wir auch. Den habe ich nicht gesehen oder nicht beachtet. Alter! Die Dinger konntest du mal umfahren. Es wird Zeit, dass wir nach Zürich kommen. Ich muss unbedingt in die Werkstatt. Also wir machen das mal eben weg hier. Und dann gucken wir uns die Ladesäulen zum Schluss an. Weiß, es ist gegen den Strich und hier darf uns auch keiner entgegenkommen, dann haben wir ein echtes Problem. Okay, hier geht's dann jetzt wieder. Ich nehme mal wieder einen vernünftigen Standstreifen. Was hatte er denn da drauf? So, ich mach das mal einmal hier. Also zumindest teilweise. Weil nicht komplett, dann kommen wir nämlich da, wo wir hin wollen, nicht wieder. Wow, das wird eng. So, jetzt sind wir hier und haben uns verfahren, aber dieses Navi zeigt uns ja die Richtung. Okay, fahren wir den Weg mal wieder zurück. Mal, regnet das immer noch oder schon wieder?
So, wir wollten uns nämlich auf der anderen Seite noch die Ladesäulen angucken. Aber so wie das aussieht, haben wir jetzt hier auch alles freigeschaltet. Ach, Fahrzeugfehlfunktion, papperlapapp. Ja, ich fahre ein bisschen chaotisch, aber auch nur ein bisschen. So, ich will mal zu den Ladesäulen. Das müssten welche sein. Weil die würden wir ja brauchen. Ich weiß nicht, ob sie dran gedacht haben. Denn die müssen ja, aber ich denke mal schon, das sind ja helle Köpfchen. Die denken ja auch sonst an jeden Krempel. Wo waren diese Teile denn jetzt? Ja. Sind das überhaupt Ladesäulen? Mann. Nie fühlte ich mich so abgewürgt wie heute. Bin ein bisschen schnell unterwegs hier, glaube ich. Genau, und das sind nämlich E-Ladesäulen. Für PKW. Und wo tanken LKW ihren Strom? Bin echt gespannt, wie sie das umsetzen. Echt, wie sie das umsetzen. Nun gut, setzen wir unsere Fahrt fort. Wir werden auch heute wieder ein bisschen überziehen, weil wir ja mal hier, mal da in der Gegend rumdümpeln. Wenn es klappt, würde ich heute gerne noch bis nach Zürich kommen, aber ich befürchte mal, das wird nichts. Wobei Zürich, ja, steht oben auf der Karte, also als letzter Ort. Zürich, Baden. So, gucken wir ein bisschen nach außen oder von außen. Viel Gegend hier. Viel Wald. Wenn wir das alles frei haben, werden wir irgendwann auch mal wieder nach Feldbinder fahren. Irgendwie möchte ich eine Fracht von Feldbinder abholen. Gut. Die haben ja auch so hässliche Häuser. Guck dir das an. Wir sind ja schon in Zürich. Das ist ja cool. Dann können wir hier Folgendes machen. Wir gucken uns den Videopunkt an. Und begeben uns. Oh Gott, ist das hässlich. Und dann gucke ich mal, ob es in Zürich eine Werkstatt gibt. Okay, hier ist ein Videopunkt. Erstmal, den gucken wir uns als erstes mal an. So. Ach so, das ist erst Zürich West, okay. Ganz ehrlich, ich. Boah.
Die haben schon hässliche Häuser da, ne? Aber das ist in Berlin ja auch nicht anders. Kräne, okay. Also wenn das Zürich West ist, dann kommt noch ein bisschen was. Was ist das da für ein Gebäude? Winterthur Schaffhausen, Rheinfall bei Schaffhausen, den kenne ich. Ich meine, ich war noch nie da, aber ich weiß, dass der dort ist. Junge, Junge. Parkhaus, Baustelle. Das Haus finde ich ja abnormal hässlich, ne? Alter, da kriegst du Augenkrebs, wenn du da drauf guckst. Was zum Henker ist das? Jemand aus Zürich hier weiß, gibt es diese Hütte da? Das sieht ja furchtbar aus. Da steht mein Lastwagen. Mein LKW. Ich dachte gerade, wir wären abgestürzt, aber nein. So, gucken wir mal eben, ob es hier eine Werkstatt gibt. Das Arbeitsamt muss hier noch irgendwo sein. Wir sind hier. Und hier hinten wäre eine Werkstatt. Kurzen Blick auf den Timer. Wisst ihr was? Punkt 1, das machen wir noch eben. Den haben wir jetzt an den Anfang gesetzt. Das ist Punkt 1. Werkstatt muss jetzt sein. Und ups. Ja, was fahren die hier für Brocken durch die Gegend? Alter Schwede. So, wir fahren jetzt erstmal hier rum. Machen hier auch noch die Gelände frei. Das eine ist das hier. Ist das schon das hintere oder das vordere? Dann haben wir hier noch das Arbeitsamt. Es ist unheimlich schwer, wenn man diese Gelände nicht abfährt beim Freifahren der Karte, die nachher wiederzufinden. Gerade sowas wie das Arbeitsamt oder so, die nur bedingt oder gar nicht die Farbe ändern, wenn man drauf gewesen ist. So, das haben wir. Und hier nach links müssen wir auch noch einmal ganz kurz. Das ist hier der Parkplatz. Guck mal, ne? Der färbt sich nämlich zum Beispiel irgendwie gar nicht, aber wir sind jetzt da gewesen. Das Rote ist weg. So, wir fahren jetzt erstmal durch Zürich zur Werkstatt. Die Karre fertig bekommen. Ja, und dann war es das auch tatsächlich für heute schon. Ich freue mich natürlich über neue Abonnenten, über nette Kommentare, über Däumchen und so weiter und so fort. Und denkt dran, ich weiß nicht alles, bin auch kein Supporter. Ja, das heißt, wann was veröffentlicht wird oder wie auch immer, oder ihr Probleme mit irgendwelchen Gerätschaften habt, dann ja, man kann fragen, aber ansonsten wendet euch immer bitte an den Hersteller.
Weil alles kann ich auch nicht erklären. Vor allen Dingen kann man es nicht aus der Ferne erklären. Das ist schwierig. Nicht, warum euer Computer jetzt dies und jenes macht oder das Lenkrad jetzt nicht funktioniert oder sowas. Man kann es einfach nicht beantworten, weil es gibt so viele Möglichkeiten, warum es nicht geht. Also da muss man sich das schon direkt angucken, was da passiert ist. Ist die Firmware aktuell? Ist die Software aktuell? Und so weiter und so fort. Nicht, und das funktioniert aus der Ferne nicht. Wenn da irgendwer sagt, oh, mein Computer geht jetzt aber nicht ab. Es ist, ja, ne? Kannte von mir vor vielen Jahren auch mal, mein Computer geht nicht mehr. Der geht nicht mehr an, lässt sich nicht mehr einschalten und hast den nicht gesehen. Und dann hat sie, ja, ich habe schon alles am Computer nachgeguckt und so weiter und so fort, bis sie dann irgendwann mal festgestellt hat, dass sie einfach nur vergessen hatte, den Stecker in eine Steckdose zu stecken. So, ich werde jetzt zur Werkstatt fahren. Wir sehen uns morgen wieder. Das ist unsere Garage. Ich glaube, die gehört uns schon, oder? Können wir die kaufen? Ne, das ist unsere. Genau. Und direkt gegenüber ist die Werkstatt, wo wir jetzt hinfahren und ich die Karre reparieren lasse. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss. Und